О, Scheiße! Also, Leute. Willkommen mit dabei bei Lego die komplette Saga. Lego Star Wars. Wir sind mit Episode 1 fertig, wir machen Episode 2. Ja, morgen ist mein Geburtstag übrigens und ich muss heute noch mal die Katze gucken, wo die Katze ist. Deswegen bin ich ein bisschen... die Katze hat heute um 17 Uhr einen Arzttermin. Aber er hat's geschafft. Ich habe nämlich die Katzenklappe mit einer Getränkekiste vorgestellt. Aber er hat geschafft, die Getränkekiste genau so weit wegzupacken, dass es reicht, damit er durch die Katzenklappe kommt. Und jetzt ist er wieder draußen. Jetzt muss ich gucken, wo der ist. Ja. Das ist der derzeitige Stand. Und ich habe morgen Geburtstag, ja. Fangen wir aber erstmal an mit der Story. Gut. Ja, das ist das. Ein weiteres Online-Level vor allen Dingen. Ein weiteres, Fluglevel. So. Diesmal in Coruscant. Ach ja. Da hatte ich damals auch noch ein paar Schwierigkeiten, aber jetzt. Aber später habe ich das auch selber gekriegt. Das heißt, jetzt müsste ich da auch keine Schwierigkeiten haben. So. Zack. Ein bisschen Geld sollten wir vielleicht mal machen. Ah, okay. Schön, wir haben ja jetzt diese Kugeln, diese violetten, die hinter uns sind. Und die müssen wir jetzt gleich nutzen. Das sind sowas wie Torpedos. Ah ja. Mit J. Oh. Ja. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich denn her? Welche her? Ah, da. Okay. Ich glaube, bis zu 3 oder 4 könnte man hintereinander haben, ne? 3, okay. So. Shit. So, aber die haben so ein bisschen zielvorrichtungsmäßig. Ah ja, jetzt können wir die Dinger dahinter abschießen. So, ich mache hier ein bisschen Geld. Nein! Oh, shit. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen was eingesammelt. Können dann hier weiter? Ja. Nice, nice. Weiter geht's. Das ist schon ein bisschen härter, wenn es darum geht, Varieti zu kriegen. Finde ich jetzt. Vielleicht sollten wir es weiter auf konzentrieren, um ein bisschen Varieti zu kriegen. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt mal ganz kurz auf Varieti ein bisschen.
Ja, wir sind ja jetzt in Episode 2 angekommen. Wo es später auch nochmal ein Fluglevel gibt, was ich ziemlich schwer anfand. Aber ich glaube, das werden wir diesmal hinkriegen. Komm schon, ein bisschen Geld müssen wir jetzt hier schon noch kriegen. So. Warum auch immer hier Geschütze sind, die uns angreifen. Shit. Ach, Mann. Nein, 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 der blaue. Nein. Und dasselbe nochmal. Wie auch guckt. Okay, lass erst mal das Ding anschalten. Shit. Hallo. Okay, ich glaube, wir könnten hier ein bisschen Probleme bekommen. Hä? Bin ich blöd? Hallo. Ich glaube, ich bin einfach blöd. Ah, okay, die kann ich zum Beispiel so zerstören. Hätte man mir ja gleich sagen können. Muss ich nur ein bisschen länger raufhalten. Aber das ist ja geht klar. Dafür kriege ich auch noch ein bisschen Geld. Was ich auch unbedingt brauche. Bitte, 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 bitte. Ach komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier habe ich alle. Und ich habe alle vernichtet. Okay, jetzt kann ich mich einfach darauf konzentrieren, mal eben diese Dinger anzuschalten. Ah, okay, jetzt musste sie wirklich niederschießen. So. Nice, 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 nice. Okay, aber irgendwo muss es doch was geben. Ah, hier. Oh, da haben wir auch gut Geld draus bekommen. Jetzt müssen wir einfach nur noch kaputt schießen. Machen wir alles. Zack, 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 zack. Nur ein bisschen Geld. Ich würde gerne jetzt noch in diese Levelware hier die fertig kriegen. Damit wir unsere Ruhe damit haben. So. Mann, haben wir auch noch ein bisschen Leben. Schön, kann schon, kann schon. Och Mann. Bitte. Jetzt nicht alles verlieren. Naja, ja gut, das geht.
Zack. Oh, haben wir gut Geld bekommen. Also wir könnten wirklich noch über Jedi, weil ich meine, das gibt es auf alle Fälle noch eine weitere Phase. Komm schon. Ja. Ja. Nein, da war Geld von mir. Okay. Ich muss ihn wohl einfach nur kaputt schießen jetzt. Warum auch immer übrigens ein Taxiwagen schießen kann. Komm schon. Ist doch schon das Ende? Oh, ist doch schon das Ende. Okay, jetzt wo wir aber wissen, kriegen wir das auch wahrscheinlich nochmal hin als wahre Jedi. Kein Problem. Du bist festgenommen. Und tot jetzt offenbar. Damit haben wir Anakin's Bier. Das ist schön. Überspringen das mal ein bisschen. Machen nochmal ein weiteres Level. Ab nach Kamino. Ah. Ich meine, dass die Map auch richtig schön war in diesem Game. Ich meine, das war richtig schick da. Okay. Oh ja, stimmt, dann erinnere ich mich auch noch, hier ist übelst viel Geld überall. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Geld! So, dadurch ist die Brücke wieder frei. Aber das ist ja noch nicht mal alles. Dann nehme ich noch das mit. Ach ja, ich habe auch nochmal so nachgedacht, so... Ey, es gibt ja auch Star Wars The Clone Wars Lego, das Lego-Spiel. Das werden wir auch spielen, das werden wir hier nachspielen. Ist auch richtig geil. Zwar nicht so gut wie der erste Teil, den wir jetzt hier spielen, aber auch ganz gut. Ich hab mir gedacht, ey, es gibt's ja auch ja jetzt, na, braucht man Judger. Es gibt's ja jetzt auch, noch weitere Staffeln darüber hinaus, weil das spielt ja nur bis, also, das, Lego Star Wars Spiel, Lego Star Wars The Clone Wars Spiel, spielt nur bis zum Celebes und das ist, glaube ich, nur dritte oder vierte Staffel und es gibt's ja, ich glaube, 7 Staffeln. Es gibt sehr viele zumindest. Und weit drüber hinaus über das, was das Celebes ist. Weswegen? Okay. Weswegen ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, ey, wäre es nicht eigentlich mal cool, sogar noch ein neues Spiel davon zu haben? Und dann habe ich mir nochmal darüber Gedanken gemacht, wie die heutzutage das Lego Star Wars Spiel aussieht, also die komplette Skywalker-Saga. Und dann dachte ich mir so, nee, nee, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man es so lässt, weil es wird nicht so sein wie das damalige. Und das damalige Lego Star Wars für Clone Wars war schon ziemlich gut. Gut, dann folgen wir dem mal, den Kaminoanern. Und sammeln wir deshalb dein ganzes Geld ein. So, machen wir nochmal weiter. Ja. Tut mir leid, ich bin hier aber auch ein bisschen im Gate Rush. So.
Warte mal, muss ich gleich mal weitermachen. Na los, schub mal ein bisschen weiter. So geht das. Das faulste Schrubben der Welt. Was uns das wohl bringt? Ich hoffe mehr als so ein bisschen Geld. Wir sind jetzt in einer Runde. Fast. Geld. Aber ein bisschen was Nettes. Sammeln wir den Rest hier ein und gehen wir weiter. Obwohl, da hinten gab es gerade noch eine Tür, die ich gerne nochmal gutachten will. Das ist nicht da, wo wir herkamen, oder? Das ist da, wo wir herkamen. Gab es hier noch was? Ah, ja, wirklich, hier unten. Also ja, jedenfalls, ich freue mich schon, wenn wir Lego Star Wars für Clone Wars spielen. Irgendwann werden wir leider ja auch Skywalker Saga spielen müssen. Obwohl ich das ziemlich hinauszögern werde. Ich habe mir einige Sachen dazu angeguckt. Also hier Reviews und soweit ich das mitbekommen habe, hat das Spiel, was sie jetzt gerade spielen, halt einfach viel mehr Charme. Abgesehen davon ist, können wir uns eigentlich einigen, die Episode 7 bis 9 ist nie passiert. Ah, ich hasse das. Machen wir erstmal alles, was wir hier interagieren können. So. Weil wenn wir jetzt wahre Jedi haben, dann ist es auch nicht mehr so nicht mehr so wichtig, wenn wir irgendwo drauf gehen. So. Abgesehen davon brauchen wir wirklich viel Geld für das Endgame. Aber das werdet ihr alles noch sehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde wahrscheinlich richtig hart grinden müssen sogar. Wahrscheinlich sogar offline grind, wenn es um Geld geht. Aber ich glaube, dieses Podracer ist dafür ziemlich gut. So. Habe ich früher immer Probleme mit gehabt, das zu machen. Ich habe das dann damit mit den Druiden gemacht, weil ich damit besser gerade ausfahren konnte. Ja. Die Druiden nehmen wir vor allen Dingen. Die Armee aus Klonen, die schon fast alles befolgen, was du ihr sagst. So. Okay. Machen wir nochmal die Lichter bei denen an. Wir helfen denen ja nur ein bisschen. So, das wie hier und da. Schön. So schön. Ich weiß doch jetzt eh schon, dass wir da hin müssen. Also mit dem. Okay, da hinten war auch wieder so ein Sammelobjekt, aber das lassen wir jetzt mal. Da gehen wir noch nicht hin. Weil gleich werden wir angegriffen. Und da machen wir einen Sturmtruppler. Und da kommen wir noch nicht hin. Okay, wir müssen denen folgen. Ha, hi!
So. Wir machen nochmal hier auf. Ich meine, hier gab es auch nochmal so ein nettes Detail. Ah ja, die Rakete, die da rausfliegen kann. Ach ja. Ich glaube, 50.000 ist das, womit man wahre Jedi bekommt. Wenn ich das jetzt so richtig abschätze. Dieser Sound, der wurde so memehaft. Das ist schön. So was sieht man doch gern heutzutage. So, jetzt haben wir wahre Jedi. Jetzt können wir losgehen. Oh, warte mal. Irgendwas kriegen wir sogar noch zu bauen. Ah, interessant nochmal so zu zeigen. Ey, er ist halt der Spender und damit eigentlich dasselbe. Oder gesagt, die Klone sind dieselben wie er. Kann ich das nochmal nutzen? Achso, macht aber nichts. So, los geht's. Ach komm. Achso, ja, ich musste ja immer dann klicken. So, jetzt können wir hier nämlich auch lang. Aber wir gehen mal hier noch vorbei und gucken uns hier noch ein bisschen um. Aha. Ja, was machen wir denn hier? Och komm. Okay, offenbar hat das gereicht. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da gerade getan habe. Aber gut. Nicht so schlimm. Komm, Obi. Meine Güte, da bist du schon einmal besser als dein Meister im vorherigen Teil gewesen. Jetzt lust du hier auch noch richtig rein. Achso. Wir müssen ja doch noch hier bleiben. Wir müssen ja nur durch das Loch hier. Ah, jetzt ist hier der Jump Runny, ne? So. Okay, das war ein bisschen knapp. Habe ich so ein Gefühl zumindest gehabt. Jetzt komm mal her, Django. Django. Ah, okay. Der Rest muss nämlich dann hier gemacht werden. Und wir kommen jetzt hier rüber. Ich höre hier aber auch schon wieder ein weiteres Teil. Achso, aber das kriegen wir wahrscheinlich nur mit dem... mit einem Trooper. Noch irgendwas? Hier. Ah, wir müssen das schließen. Ah.
Guido? Achso, ich kann die sogar nur abschalten, wenn nicht. Ah, verdammt. Verdammt. Okay. Jetzt noch einmal ihn einsetzen. Hier können wir eh nur mit einem dunklen Machtnutzer. Oh, jetzt kommt der kleine Bosskampf. Oh Gott. Ah. Der rastet ja komplett aus. Shit. Blauen Stein wieder einsammeln und los geht's. Komm, 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 komm. Was ich will. Ah! Wo ist der Druide? Da will ich ein bisschen Ruhe kriegen, glaube ich, ne? Ja. Hallo, lässt du mich mal ein bisschen Ruhe? So. Zack. Shit. Wo ist die Rakete hin? Achso, weil die kein Zimmer hatte, ist die weg. Und die Zeit ist gekommen. Kannst du meinem Sohn sagen, dass ich gewonnen habe? Könnte nicht. Scheiß Spielverderber. Meine Güte, ey. Heutzutage will niemand mehr ehrenhaft sterben. Ja, ab nach Geonosis, ne? Obi-Wan Kenobi, Jedi-Meister. R4P17. Und ein wahrer Jedi, natürlich. Ist wahrscheinlich unser Jäger, ja. Ja. Das war doch mal was. Okay. Ich
geh noch mal hier. Geh noch mal raus. So. 8,1% von 2 Stunden. Passt. Gut, Leute, ich will erst mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Falls ihr gefallen, könnt ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und in der Videobeschreibung ist hier mein Twitch-Kanal und mein SCP-YouTube-Kanal. Wir sehen uns. Ciao, Leute.